Mein Name ist Ron Mielecki und willkommen bei Ron Goes Wild. Die Natur. Für viele Menschen bleibt sie unerforscht. Doch im tiefen Brandenburger Wald gibt es einen Menschen, der sich in jeder Lebenslage zu helfen weiß. Für ihn wäre Seven vs. Wild wie der Sonntagsspaziergang, denn er ist eins mit der Natur und spricht die Sprache der wilden Tiere. Sehen Sie nicht weg und hören Sie zu und lernen Sie bei Ron Goes Wild. Viele unter euch können sich einfach nicht vorstellen, wie es ist, mal Tage in der Wildnis ausgesetzt zu sein. Aber dafür bin ich da, weil ich gebe euch in diesem Video 6 Tipps, damit ihr euch auch wirklich gar keinen Stress mehr machen müsst. Seht ihr diesen Baum da? Dieser Baum ist die Natur. Die Natur bin ich. Ich bin der Baum. So, und ich war jetzt gerade schon auf der Suche nach etwas. Ich habe es noch nicht gefunden. Wir kennen es alle. Das Verlangen nach einem Zigarettchen. Es ist natürlich so, wir sind in der Natur, aber was viele nicht wissen, ich weiß es aber. Wenn ihr genau an dieser Stelle steht, wo die Wolke auf 12 Uhr, Windstärke 17 Kilometer, dann findet ihr den Zigarettenbaum. Das, Freunde, das ist Natur. Das ist der sogenannte Zigarettenbaum. Wenn sie erstmal richtig reif sind, werden es richtig ganze Packungen. Ich liebe ja auch die Natur. Deshalb schaut doch einfach auf den Boden, ob die Zigaretten vielleicht schon runtergefallen sind. Und siehe da. Und ich würde niemals die Umwelt verschmutzen. Danke, Mutter Erde, für den Zigarettenbaum. Merkt euch, Freunde. Die Zigarette fällt nicht weit vom Baum. Nein. Nein. Ich Idiot. Ich habe ja noch gar kein Feuerzeug. Ja, das hört sich gut an. Ja. Was passiert? Mama, ich liebe dich. Oh. Loch ist Loch. Die Tipps, die als nächstes kommen, die sind nicht mehr für Friede, Freude, Eierkuchen. Die sind fürs nackte Überleben. Es gibt nur dich und die Natur hier draußen. Keinen Lieferservice, keinen Koch und kein Restaurant. Ich als Experte kann euch sagen, das hier ist eine sogenannte Baumkruste. Und manchmal hinter einer Baumkruste kann sich Proviant verstecken. Guckt euch das mal an. Frisch aus der Rinde ein Käsesalami-Brötchen mit Schnittlauch. Survival Ron lässt es sich mal schmecken. Mmh. Und jetzt einmal für euch mein Outfit. Die Schuhe sind von Prada. Die sind perfekt für Offroad geeignet. Weiter geht's mit der Jacke. Diese Jacke ist nicht irgendeine Jacke. Stellt euch vor, ein sibirischer Bär kommt vorbei. Wenn er so macht, dann weiß er, wenn ihr genau so eine Jacke habt, dann sieht der Bär die Jacke und sagt, vor dem Typen habe ich Respekt. Dann habe ich noch eine Uhr an, falls mein Biber vorbeikommt und wissen will, wie spät es ist. Und zu guter Letzt eine Schutzbrille und natürlich diese Kette, weil alle reden immer von Luxus. Diese Kette ist Luxus. Das Wasser ist höchstwahrscheinlich vergiftet und ungenießbar. Aber in diesen Situationen sollte man einen kühlen Kopf bewahren. Man sollte sich einmal umschauen. Hier wurde schon was von der Natur angespielt. Und ganz wichtig, verwechselt diese Flasche auf gar keinen Fall mit den Würmern im Wasser, die in deinen Penis gehen. Weil die tun echt weh. Naja, ist jetzt nicht unbedingt gekühlt, aber man nimmt, was man von der Natur bekommt. So langsam, sage ich euch, schreitet auch die Abenddämmerung ein. Wir halten jetzt nach etwas ganz Bestimmtem Ausschau. Was war das? Ein wilder V! Hinter mir! Schaut euch jetzt an, wie ich das mache, okay? Wir müssen ihn zähmen. Fauna! Fauna! So ist es doch gut. Das, meine Freunde, ist der Schlafplatz. Meine allerwundervollsten. Ich
ich habe 3 Tage einen Hardcore-Sauf hinter mir. Aber ihr habt hinter euch ein wundervolles Video, was jetzt vorbei ist. Abonniert gerne diesen Kanal. Und abonniert gerne diesen Kanal. Und dann trinke ich noch ein Aperitif. Und dann abonniert ihr. Warum mache ich den Scheiß eigentlich? Für euch mache ich den Scheiß.